Ey, nee, 3 Stunden Verspätung würde ich mal sagen, ne? Krieg mal voll. Da gehen wir jetzt rein, ein bisschen pumpen. Wahrscheinlich das beste Gym, was man hier findet, ne? Ich zahle jetzt gut 500 Euro für eine ganze Woche. Ja, sag mal so, ich bin ganz ehrlich, ey, in einer Woche zeige ich das gleich für Sushi bestellen in Berlin. Also. Moin, liebe Sportsfreunde! Berlin-Schönefeld, hier ist der René. Moin, moin. Wir düsen jetzt gleich nach Ägypten. Wir haben schon Spaß, wir warten 2 Stunden später. Geht richtig los. Aber Anschluss läuft scheinbar. Ich wollte eigentlich jetzt den Vlog auf so einer Dachterrasse hier am Flughafen starten. Allerdings kostet das, es kostet 3 Euro. Ihr könnt euch das vorstellen, wieso das 3 Euro hier kostet. Berlin ist arm. Berlin braucht genau. Geld. Unser Flughafen ist kaputt, eine Terrasse. Unternehmen wird neuer gebaut, aber die haben kein Geld, deswegen wird er nicht fertig. Und pumpen, Sonne auf den Arsch und fressen. Das ist die Idee. Ägypten all inclusive, einfach pauschal. Richtige Urlaubsaffen. So, hier. René, bist auch so ein Energy Drink Booster Fan? Gar nicht. Überhaupt ich mag nicht, Energies ne? Überhaupt nicht. Würde ich niemals trinken. Aber es gibt auch so Kaffeemenschen so, ne? Und ich bin auch so, gerade mit dem intermittierenden Fasten so. Koffein ist echt so, das hält satt. Geht gut los, der Urlaub hier, ey. Das ist das Problem, wenn ihr günstig was bucht. Es ist, läuft nie immer so, wie man sich das vorstellt. Für 500 Euro eine Woche geht all inclusive. Wir sind mal aufs Hotel gespannt. Höchstwahrscheinlich muss ich jetzt eine Woche auf frittiertes Sushi verzichten und auf Käsetortellini. Du musst so dünn werden. Ja, vor allem verliere ich immer den ganzen Bauchmuskeln. Ja, die unteren Bauchmuskeln. Die können ja jetzt gar nicht mehr arbeiten, ey. Ja, René, 3 Stunden Verspätung würde ich mal sagen, ne? Krieg mal voll. Oh, das sieht wie aus bei meinen Großeltern das Badezimmer. Haben wir mehr Blick? So semi. Einigermaßen, ja doch, das ist okay. Das zählt. Nicht beklagen, ja, das ist okay, ne? Leicht enttäuschen wir jetzt doch, dass wir getrennte Betten haben, ja, René, ne? Ganz traurig, ganz traurig. Wir hatten uns auf geiles Kuscheln eingestellt. Ja, richtig romantisch, ist die Frage, ob wir das irgendwie zusammenschieben können. Ja, ich glaube, wir müssen wieder zusammenschieben. So ein Pech aber auch. In the stillness somewhere above, the city lights, you're falling in love. Beauty René! Guten Morgen, so sieht das ja aus. Bei mir ist es ein bisschen anders aus. Die Brusthaare müssen rasiert werden. Denn jetzt haben wir ein bisschen Schlaf nachgeholt, liebe Sportsfreunde. Die Titten müssen blank sein. Ah, sehr schön. So, und jetzt gleich müssen wir mal hier mal das Goldschirm auf, ein bisschen Gewichte wegjucken. Und ja, so langsam gefällt mir das hier. Ah, sehr schön. So, wonach sieht das aus, Sportsfreunde? Strandfigur sitzt, oder? René, bist du zufrieden mit der Figur für Sommer? Für den Sommer ist es mir einfach mal egal, was das Schöne. Wetter ist ganz geil. Bevor wir an den Strand gehen, faul sind, wonach sieht das aus, Sportsfreunde? Wir müssen wegjucken, erstmal gut Training. Ja, wir müssen uns für den Strand qualifizieren, so schön sage ich das. Jetzt haben wir nichts zu suchen, wenn die Strandfigur nicht sitzt und dementsprechend erstmal wegjucken. Und wir fahren jetzt 12 Kilometer zum Goldschirm. Muss echt ein bisschen verhandeln, die wollen einen richtig grob abziehen. Er zieht uns mega ab, aber... Er zieht uns mega ab und wir können nichts machen. Wir tun's einfach. Wir kommen sonst nicht hin, deswegen müssen wir immer verhandeln. Der Taxifahrer hat definitiv Humor, so. Thanks a lot. So, Goldschirm, da sind wir, jetzt wird gepumpt. We need some fat muscles. Da gehen wir jetzt rein, ein bisschen pumpen. Wahrscheinlich das beste Gym, was man hier findet, ne? Hoffe ich mal. Besser als Hotelgym, weil Hotelgym ist immer so nichts Heiles und nichts Ganzes, ne? Das ist halt echt. Kannst du vergessen, ne? Ich hab echt Bock jetzt einfach. Ich hab auch Bock, ey, ich muss dich wegjucken. Das ist für eine Maschine? Heus. Kann ich so noch gar nicht. Wo kommen die her? Heus ist aus Amerika, soweit ich weiß. Und leider in Europa so gut wie überhaupt nicht vertreten. Wollte gerade sagen, in Deutschland gibt es keinen Gym. Wunderschöne Maschinen. Neben Hammer Strength und vielleicht ein bisschen Techno-Gym. Ist ähnlich wie Cybex von der Bewegung zumindest. Ja, ich finde einfach so, die Biomechanik wird perfekt getroffen. Ja. Das
Ich bin so einen schönen Reiz rein. Aber Kuchen.de, liebe Sportler, mit der Kuchen.de braucht ihr keine Diät machen sozusagen, ne? Irgendwas mache ich da falsch. Ich esse zu wenig Kuchen, glaube ich. Das ist entspannt hier, ey. Und jetzt, das Geile ist, ihr habt immer so eine gute Klimagarantie in Ägypten. Am Ende war es doch schon ein schöner erster Tag auf jeden Fall. Wir gehen jetzt gleich zum Essen. Ich habe René irgendwie dazu gezwungen, dass er doch mitfastet. Er hat vorher nichts gekriegt. Scheiße, ne? Ey, hier, ich werde schon wieder flach, das ist unfassbar. Ich versuche das immer herauszuzögern mit dem Essen, so spät wie möglich. Tag nichts gegessen. Ja, und wir haben es fast geschafft, wie viel waren wir? Halb acht, oder so. Sehr schön, gut geschafft. Thema, was immer wieder so kommt, wenn man Urlaub fährt, Supplements. Ich zeige euch mal, was ich mitgenommen habe. Eigentlich, ganz ehrlich, für eine Woche oder für zwei Wochen, ihr braucht keine Supplements, da muss man ganz klar sagen. Wenn man es aber hat, kann man so das eine oder andere vielleicht doch mitnehmen, um sich besser zu fühlen. Bei mir ist es einmal Alpha-Men, das sind einfach so Vitamine. Wenn man dann vielleicht doch zu viel Mist frisst, das macht man oft in so einem All-Inclusive-Urlaub, dann Omega-3, Zink, Magnesium, ja, gerade wenn ich jetzt auch viel Cardio mache, dass ich mein Magnesium habe, dass ich nicht so viele Mikronährstoffe ausschwitze und ganz klar ein bisschen spassende Backen, kleiner Booster. Der scheppert einen jetzt aber auch nicht aus dem Leben, ist ganz angenehm, der MyPre 2.0. Ich habe einfach nur Omega-3s mit, dass ich auf 3 Gramm EPA-DHA am Tag komme. Einfach, weil ich nicht so der Fischfan bin, auch wenn es all-inclusive ist, dann noch ja. Zink, 25 Milligramm am Tag, ja. Reichen auch 15 eigentlich, aber die Kapseln haben halt 25. Und bist auch nicht der Fan, sich den Kopf zu zerbrechen für eine Woche, ne? Überhaupt nicht. Ist überhaupt ja nicht. Auch Kreatin haben wir jetzt gar nicht mitgenommen. Gib doch erstmal 90% Grundlagen und der Rest. Kreatin, Citrullin, den ganzen Quatsch haben wir auch jetzt gar nicht mitgenommen, also eine Woche alles easy. Ja, apropos Fisch, wir sind gespannt, was es jetzt zu essen gibt, oder? Die Essensauswahl ist sehr, sehr gut, muss man sagen. Sehr umfangreich. René ist schon genervt, weil er jetzt so lange aufs Essen warten musste, wegen meiner Essensgewohnheit, erst abends zu essen. Jetzt, jetzt ist er richtig gierig. Jetzt muss alles reingehen. Rind, Reis, Kartoffeln, ja. Rindchen. Ne? Aber so für die Preis-Leistung, was wir bezahlt haben fürs Hotel, kann man echt nicht meckern. Ne? Also riesen Auswahl, auch an Fleisch und Bodybuilding-mäßig, sportmäßig kann man sich das hier machen, wie man will. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war letztes Jahr Sommer in einem Sporthotel auf Fuerteventura und das hatte so gar nichts mit Sport und Fitness zu tun an dem Essen. Und hier kann man sich das viel gerechter machen als in so einem Sporthotel. Und ich habe jetzt hier erstmal Rinderfilet, ich habe Cannelloni, Hähnchen, Gemüse und das wären einige Gänge heute Abend, ne? Nächster Gang mal wieder schön Fleisch, Hähnchenspieße, Rinderfilet, nochmal Hähnchen. Hier kann man richtig geil sein, Bedarf mit lecker Fleisch stecken, ne? Fisch hat mich bisher ein bisschen enttäuscht, habe ich nicht viel außer Frittierten gefunden. Ja, ich brauche keinen Fisch. Aber ich finde Fleisch auch nicht schlecht, also ich bin ja kein Veganer oder sowas. Und dann Pizza, da werde ich mir heute auch nochmal gut reingönnen. Nummer 3, nochmal Spätzle. Ja, dann haben wir hier Hähnchen wieder, Spieße, hier so ein bisschen Nudelauflauf und ich habe endlich Fisch gefunden, Makrele. So, weiter geht's. Schön vollgefressen. René, läuft, boah. Läuft. Hast gar keinen Kuchen gegessen? Nee, ich muss ja auf meine Form achten ein bisschen. Wir machen vielleicht nachher noch so einen Mitternachtssnack, das ist immer geil in Hotels, wenn man nachts so Eis bekommt und so ein Quatsch. Ja, genau, es war einfach nur ein guter Vorwand, erstmal jetzt keinen Kuchen zu essen. Ja. Kommt in 2 Stunden. Ganz ehrlich? Hotel kann man nichts sagen, ne? Kann man halt wirklich nicht. Preis-Leistung, ich meine, es wird viel darüber gemeckert, dass in Ägypten das Essen nicht so gut ist und so. Das ist schön so von der Seite zu filmen. Ich fand's gut, ey. Aber ganz ehrlich, das ist wirklich gut. Dann essen wir lecker Fleisch, aber lecker nicht zäh, nicht trocken, so wie man das in vielen Hotels wo man vor allem Angst hat, richtig? Ja, ey, ich habe das in vielen Hotels so trockenes, zähes Fleisch. Oder so. Auch Fisch war okay. Auch viel, auch mega viel Auswahl. Auswahl immer mega viel, ne? Ja, halt echt. 5 Restaurants. Ja. Ne? Sonst hast du auch mal so Themen, weißt du, und dann machen die einfach das Hähnchen in eine andere Soße rein. Gibt's ja auch oft so, ne? Jetzt schaut mal raus. Da gehen wir nachher noch in eine Bar. Guck mal, sieht ein bisschen aus wie so ein Puff da unten. Leuchtet schön. Shisha ist ja gar nicht meins, aber vielleicht ein Cocktail darf man mal am Abend machen. So, und dann morgen steht wieder Gym an. Wir haben uns das wirklich, aber eigentlich
relativ angenehm gemacht, oder? Also vormittags, morgens pumpen. Ja, auf jeden Fall. Dann schön Bräune aufschnallen, am Strand liegen und vollfressen. Das ist eigentlich. Ja, das ist aber der Inbegriff von Urlaub, oder? Für uns schon. Abschalturlaub wirklich, ne? Abschalturlaub. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich eher weniger Fan von Pauschalreisen, wo alles so komplett durchgetaktet ist, wo du am Flughafen schon abgeholt wirst von so einem Bus und dann sind da alle wie die Geier, freuen sich schon so auf das Handtuch, was sie auf ihre Liege legen können und so. Aber ganz ehrlich, manchmal ist es ganz geil, wenn jemand dir den Arsch abwischt und du überhaupt gar nichts mehr machen musst. Und hier ist das der Fall. So, weißt du, die machen dir Hotelzimmer sauber und frisch. So, und das ist manchmal gut, weil du einfach den Kopf ein bisschen frei kriegst und wir können uns wirklich morgens auf Pumpen konzentrieren. Wir zahlen jetzt gut 500 Euro für eine ganze Woche. Sag mal so, ich bin ganz ehrlich, ey, in einer Woche zeige ich das gleich für Sushi bestellen in Berlin, also. Nein, war ein bisschen Scherz, aber. Die Schnäppchenjäger. So läuft das. Jetzt haben wir ein paar Fotos auch gemacht, machen ein bisschen, das macht ja Spaß, dann auch irgendwie schicke Bilder zu posten aus dem Urlaub und so. Albatros Beach Tour kann man auf jeden Fall schon mal, wenn ihr dann guten Preis macht, ne? Guckt immer saisonabhängig und dann last minute bla. Wenn ihr guten Preis macht, dann kann man das auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr so um die 500 Euro liegt, dann könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Aber wie gesagt, sind ja noch ein paar Tage, wir geben euch noch ein Feedback, wir bleiben dran. Sag tschüss, René. Tschüss, tschüss. Kannst du auch noch mal irgendwie schön so aufstoßen vom Essen und am Ende. Ich muss, ich hab nicht so viel okay, gegessen. Okay, komm später noch. Es gibt doch noch den Mitternachtssnack, ne? Also. Wir müssen mal kurz halten, denn wir sind bei einer Apotheke vorbeigefahren. Wir möchten euch mal einmal eine ägyptische Apotheke zeigen. Kannst du dir holen, wir Aspirin. Ganz normal. Muskeln. Aber ist auch auf der gleichen Höhe, ne? Testosteron und Whey.